Ich gebe nur 90%, wenn ich 100% geben würde, weil ich einfach zu bequem bin für 100%. Das gibt es bei mir nicht. Und das halte ich mir auch immer vor, dass ich mich nach einer bestimmten Zeit, wenn ich spüre, ein Mitarbeiter von mir oder auch ein Student, der gibt nur 100%, nur 90% und nicht 100, ja, dass ich mich auch relativ schnell von dieser Person auch wieder trenne. Okay, also, ich gebe dir hier mal die fünf absoluten Mega-Hammer-Vorteile, bei mir zu arbeiten als Student. Erster fetter, riesiger Vorteil, ja, du bekommst von mir Zugang zu meiner Online-Akademie, Masterclass, Telemarketing, Telesales, Teleakquise, B2B, die ich normalerweise an Mitarbeiter, also an meine Kunden verkaufe für über 10.000 Euro. Also das ist mal der erste Vorteil, ja. Erster Vorteil. Masterclass. Zugang. Gratis. Ja. Du bekommst Zugang zum Masterclass, ja, zudem, dass ich dich wöchentlich, zum einen wöchentlich schule, persönlich, ja, oder durch einen meiner Mentoren und zusätzlich on the fly, Training on the job. Zweiter großer Vorteil. Training on the job. Das heißt, bei mir hier, da lernst du nicht irgendwelche Theorie. Ja, du lernst auch nicht, sagen wir mal, wie es so ein bisschen funktioniert, weil so ein bisschen produziert bei mir hier nicht die Leistung, die meine Kunden von mir erwarten und abfragen. Okay? Das möchte ich ganz deutlich sagen und deswegen, meine Kunden verlangen von mir und meiner Firma, meiner Agentur immer 100%. Und um diese 100% geben zu können, muss auch meine Ausbildung, also das heißt, das, was ich meinen Kunden, das, was ich meinen Studenten weitergebe, also meinen Mitarbeitern, ist auch 100%. Und das geht nur bei Training on the Job. Das heißt, du wirst hier theoretisches Wissen erhalten über die Masterclass, den Gratiszugang im Wert von 10.000 Euro, mehr als 10.000 Euro. Du bekommst aber auch Training on the Job. Dann bekommst du wöchentliche Schulungen. Wöchentliche Schulungen, zum einen fachliche Schulungen, fachlich, das heißt IT-Themen, ja. Und zwar direkt aus der Industrie heraus, ja. Nicht aus irgendwelchen Büchern. Und ich weiß, wie das ist. Ich habe selber Wirtschaftsinformatik studiert, 3 lange Jahre lang, ja. Und habe dort einen Bachelor gemacht. Und man kann IT auf eine Art und Weise studieren, ja. Auf eine theoretische Art und Weise. Man kann IT auf eine praktische Art und Weise studieren, ja, und ich habe das auch damals schon bei meinem Studium gesehen, bei den Wirtschaftsinformatikern. Es gab die haben einfach sozusagen das Studium gut gemacht und abgeschlossen. Und es gab die haben das sozusagen, die waren auch in jedem Unterricht, in jeder Lektion und überall waren die dabei. Ich war damals auch in England, habe ich studiert 4 Jahre lang. Und dann gab es die anderen. Die waren nicht unbedingt bei jeder Lektion dabei, ja, aber hatten nebenbei schon 3 Businesses und 4 Aufträge und 5 Kunden. Ja. Und genau das ist es bei uns hier auch. Das ist genau das, was ich suche. Ich suche Studenten, die letztendlich nur studieren, ja, um irgendwann das Zertifikat zu haben, die aber hungrig sind nach Praxiserfahrung, die hungrig danach sind, wie es im echten Leben aussieht, ja, die hungrig danach sind, zu erfahren, was the real life business bedeutet, ja? Und sich auch mal sozusagen hier die Hörner abzustoßen, ja, und mal ins kalte Becken zu springen, die mutig sind, ja, die motiviert sind und zwar intrinsisch motiviert, ja? Also, du bekommst hier von uns
fachliche Schulungen, dann bekommst du von uns hier Psychologie-Schulungen, ja, Marketing. Ja, psychologische Schulungen bekommst du bei uns hier, ja, alle zwei Wochen, ja, Mindset, ja, also der Erfolg, ja, im Sales und Marketing basiert auf dem Verständnis, wie der menschliche Verstand funktioniert, ja, also Psychologie, ja, dann bekommst du hier dritte Schulung. Du bekommst hier kaufmännische Kenntnisse. Ja, KPIs. Was muss ich im Marketing, im Sales beachten? Welche Stellschrauben sind wichtig? Welche Key Performance Indicator? Ja, geht es einfach nur darum, dass ich möglichst viel telefoniere, mehr Kontakt? Bedeutet mehr Geschäft? Okay, das ist das eine. Aber auch die Qualität meiner Gespräche. Ja, dann wie mache ich Market-Recherche? Ja, mache ich Profiling? Wie verstehe ich ein Unternehmen? Wie verstehe ich die Zusammenhänge in der Entscheidungsprozesse eines Unternehmens? Was ist der Unterschied zwischen mittelständischen Unternehmen, kleineres mittelständisches Unternehmen, gehobenes mittelständisches Unternehmen und Konzernstrukturen? Ja? Muss ich wieder ganz anderes Marketing und Sales machen? Ja, dann, wo ist der Unterschied zwischen IT-Infrastruktur und IT-Software-Engineering? Ja, muss ich wieder ganz anders herangehen? Ja, das ist wieder ein ganz anderer Entscheidungsprozess, ja, eines Unternehmens, sich neue Infrastruktur anzuschaffen. Das sind ganz andere Gründe, als wenn ich mir eine neue Software anschaffe, ja, oder eine neue Webseite und so weiter. Ja. All diese Dinge, all das lernst du bei uns. Ja. Und das heißt, Theorie, Praxis, on the job. Ja. Du wirst sozusagen teilweise auch ins kalte Becken geschmissen, ja, weil nur so hast du die steilste Kurve, ja, exponentielle Kurve, Learning-Kurve, Lernkurve, ja. Dann, was gibt's noch? Dann musst du eines verstehen. Eines musst du wirklich verstehen. Der Jobmarkt. Die Digitalisierung. Digitalisierung, mein lieber Freund, wird 30 bis 40, manche sagen sogar 50 bis 60 aller aktuell noch da, aktuell noch präsenten Jobs wegrationalisieren. Ja, ganz besonders auch im Marketing und im Sales bei, sagen wir mal, Lower Price Segments. Ja, also Produkte und Dienstleistungen, die nur ein paar hundert Euro oder sogar ein paar tausend Euro kosten, werden zunehmend wegrationalisiert werden über intelligente Marketing- und Sales-Tools, sagen wir mal. Intelligente Marketing- und Sales-Tools, die ich zum Beispiel verkaufe für meine Kunden, ja, oder wo ich Leads für generiere. Also, das nächste Thema ist, wo du bei mir fit bist, ja, wo wir dich fit machen hier in unserem Training, wenn du bei mir als Student beginnst, ist das Thema Digitalisierung. Ja? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, dass wenn du das, was du bei mir lernst und du dann dein Studium fertig hast, kannst du rausgehen, dich bewerben und sagen, ich bin hier, ich bin fit, ja, zu einer Firma, die, sagen wir mal, IT-Dienstleistungen anbietet oder Lösungen verkauft oder Software produziert, ja, und ich kann dir eins garantieren, du wirst da draußen in, sagen wir mal, 3, 5, 7 Jahren fast keinen Job mehr finden, der nicht in irgendeiner Art und Weise was mit IT zu tun hat. Ja? Denn die Jobs, die sozusagen die soften Dienstleisterjobs, die werden alle sozusagen weniger. Das heißt, es werden schon noch welche übrig bleiben, aber immer es werden immer weniger. Das heißt, wenn du dich irgendwo bewirbst als Neuling, wirst du keine große Zukunft haben. Wenn du hier aber zwei Dinge tust, wenn du IT mit Betriebswirtschaft
Ja, und dann eventuell noch mit Fremdsprachen. Verknüpft, so wie ich das vor 20 Jahren bereits gemacht habe, dann kann ich dir eins versprechen, hast du eine rosige Zukunft. Dann hast du Optionen. Ja, diese Skills werden immer stärker gefragt werden. Ja, es steht hier bereits ein Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot. Die Nachfrage ist höher als das Angebot im Jobmarkt. Ja? Und es gibt natürlich auch eine sehr hohe Nachfrage an reinen IT-Lern. Ja? Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Völlig logisch. Ja? Die sind ja genauso wichtig. Ja? Aber es gibt eben viele, die sehr IT-affin sind. Ja? Und wenn du sehr IT-affin bist, dann bist du hier genau richtig bei mir. Ja? Aber denen einfach das Programmieren als solches, ja, oder das Administrieren von IT-Systemen zu langweilig ist. Ja, den ganzen Tag da sitzen, an Musik hören und irgendwas programmieren. Abgesehen davon wird in der Zukunft auch vieles automatisch programmiert werden. Okay, das ist aber noch in weiter Zukunft. Wenn du aber es schaffst, ja, wenn dir das aber zu langweilig ist und du sagst, okay, ich möchte mit Menschen zu tun haben, ja, ständig interagieren mit Menschen, aber das Thema IT bockt mich so richtig an, ja, macht mich richtig an, dann ist diese Kombination, die wir hier bieten, in der B2B Sales Marketing und ja, das, was wir sozusagen unseren Kunden bieten, dass du das lernst. Und dann kannst du rausgehen und dann kannst du später einen Job verdienen. 3.000 bis 4.000 Euro ist überhaupt kein Thema. Ich biete dir hier einen Kickstart in deine berufliche Laufbahn, einen Kickstart deines Lebens. Ja? Hast du Bock? Dann melde dich jetzt hier unten unter dem Video. Siehst du einen Link, da kommst du auf meine Webseite, gib dort einfach deine Kontaktdaten ein, deinen Namen, deine E-Mail, deine Telefonnummer, ja, mehr brauchst du nicht angeben, dann werden wir das einsammeln und dann zu gegebenen